Warum habe ich das eigentlich erst in Centauri getan? Naja. Da kann ich mich zur Not verteidigen. Gut, so. Ja, geh weg. So. Ich würde ja gerne, damit ich die Hülle wiederfind, irgendwas hinplatzieren, aber. Toll. Ich soll die Stelle nicht wieder finden, nehme ich lieber das Teil hier mit. Ich will das nämlich nicht verlieren. Ja. Gut. So, das Blöde hat an den Holzsachen, die wir jetzt haben, die gehen schnell kaputt. Und das wird jetzt eine unangenehme Nacht. Das kann ich euch sagen. Ich denke, weil wir keine Fackeln haben. Ja. Da findet man so eine schöne Höhle und was ist? Na toll. Bei dem Spiel kriegt man wirklich Angst im Dunkeln. Na geil. Es kommen wahrscheinlich gleich schon Monster. Na geil. Super. Na geil. Kann man wenigstens die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Holz zu fällen. Wenn es jetzt nicht schon wieder ruckeln würde. So. Ein bisschen Holz gefällt. Gut. Können wir ja die Nacht durch Holz fällen. Wenn nicht irgendwelche Viecher aufkreuzen, dann nehme ich auch keine Rüstung, was ziemlich scheiße ist, weil ich auch nicht weiß, wie das geht. Wie gesagt, blind. Ich musste auch erst, weil ich nicht ewig lang rumprobieren wollte, nach Rezepten suchen für die Axt und das Schwert. Und mir ist es selber ein bisschen zu dunkel hier irgendwie. Naja. Meine erste Axt ist schon aufgebraucht zur Hälfte. Na toll. Autsch. Das tat weh. Was war das? Irgendwas hat hier komische Geräusche gemacht. Ah, ein Zombie. Hilfe! Ah, verdammt! Hab mich nicht erschreckt. Verpiss dich, Zombie. Verpiss dich. Ah. Komm, stirb einfach nur. Kommst du her? Kommst du her? Ah, weg mit dir. Ich will die Federn haben. Wo sind die Federn hin? Verdammt. Wo sind die Federn hin? Na egal. Der hat nämlich Federn gedroppt. Und die wollte ich haben. Egal. Naja. Oh Gott, Alter. Das Spiel erschreckt einen manchmal mehr als irgendein... mit einem Schwert, na toll. Als irgendwelche anderen Spiele irgendwie. Hier ist Holz. Das hat mich schon gefragt. So. Gut. Die erste Axt ist natürlich schon weit aufgebraucht. Mache ich hier ein bisschen mal ein paar Holzscheite. So. Und ein paar Sticks. Von 20 Ingatten verbrauchen. So. Gut. Da kann man dann wieder welche machen. Äxte und Kram. Und Schwerter. Gut. Ich hoffe, dass die Nacht bald vorbei ist, damit ich nämlich endlich mal ein bisschen Kohle beschaffen kann. Ich brauche nämlich viel Fackeln, damit wir dann die Höhle ausrichten können. Ach, das ist eine Spinne mit roten Augen. Kommt die rüber? Unschön hier. Was noch nicht das da drüben? Ja, naja. Ich glaube, ich produziere mal schnell eine Axt. Wie war das nochmal? Und hier. So. Nochmal eine schnelle Axt produziert. Gut. Das Schwert will ich mal schnell weg, damit ich hier das Ding wieder einstecken kann, ohne mein Schwert zu verbrauchen. Weil ich das bestimmt irgendwann mal gebrauchen kann. Und daher zur Selbstverteidigung. Dreck.
Holzkiste tue ich dahin. Materialien. Weil die Materialien kann ich eigentlich liegen. Ich brauche rechts und hier. Dreck. Gut. Mann, wann wird es denn endlich wieder hell? Das ist unschön, nachts hier rumzulaufen. Ganz ehrlich. Ja, noch ein bisschen Holz abbauen. Holz kann nicht schaden. Das ist zwar vielleicht jetzt ein bisschen langweilig zuzugucken, aber mit der Zeit wird das, macht das Spiel Spaß. Aber ich will erstmal hier ums Überleben kümmern. Was ist das jetzt? Oh. Mann. Autsch. Ich muss ja erschrecken müssen, die einen. Das war das jetzt die. Ah! Ah! Hilfe! Heilige Scheiße! Habt ihr das jetzt gesehen? Das war ein Creeper. Von manchen werden sie auch Penisköpfe genannt. Die Viecher explodieren, wenn man sie berührt. Habt ihr ja gesehen. Oh Gott, hab ich mich so erschreckt. Heilige Scheiße, und da ist wieder eine Spinne. Ja, bring es halt schnell um. Komm her, du blödes Vieh. Komm her! Ja, wenn ich nicht selber sterben würde. Stirb. Na, 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 Freundchen. Das machst du nicht. Geht doch. Ach Gott, ich bin schon halb am Sterben. Und wenn man stirbt, dann verliert man alle gesammelten Rohstoffe und Kram. Das ist natürlich ziemlich unschön ist. Und daher würde ich eben gern nicht sterben. Aber ich habe jetzt irgendwas erhalten. Das sieht aus wie Kordel. Naja. Dann wollen wir halt noch ein bisschen Holz farmen. Nicht mit dem Schwert, sondern mit der Axt. Erstens geht das um ein bisschen was schneller. Zweitens brauche ich das Schwert zur Selbstverteidigung und das ist schon wieder halb im Arsch. Na geil. Und ich würde langsam mal hell. Ich krieg ja echt einen Raster. Ich bin echt gar nicht für so große Spiele gebaut. 4, da würde ich mich wahrscheinlich total zu Tode ängstigen. Naja. Naja. Puh. Warum ich die Gründe wegmache, keine Ahnung. Naja. Gut, ich sollte mich am liebsten in der Nähe der Höhe aufhalten. Das sind übrigens Setzlinge, diese Dinger, da ist schon wie ein Creeper. Verpiss dich, du Scheißvieh. Heilige Scheiße. Hilfe. Verdammt. Ja genau, spring dich lieber selbst in die Luft. Und zwar nicht bei mir, sondern... Kohle. Heilige Scheiße. Schnell abbauen. Abbauen. Kohle. Geil. Und es wird wieder langsam hell, endlich. Oh. Oh. Heilige Scheiße, Alter. Wir haben Kohle gefunden. Ist das nicht geil? Kohle. Endlich. Kohle brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. Und sogar ohne, dass wir dafür buddeln müssen. Danke, Creeper. Haha. Ah, ist das schön. Und es wird langsam wieder hell. Wie viel Kohle haben wir denn? 6 Stück. Wir sehen, ob das reicht. Also auf zu unserer Höhle. Puh. Gott. Naja. Naja. Oh. Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich immer erschrecke, wenn irgendwelche Viecher kommen. Oh. Meine Güte, ne. Und das. Und das nur in jungen Jahren. Naja. Wie ging das jetzt? Ich glaube so hier, ne? Nee. Geil. Ah, okay. So ging das. Gut zu wissen. Also, wollen wir mal unsere ganze Kohle verbrauchen? Da haben wir 24 Fackeln. Nicht gerade viel, aber naja. Wird doch mich erstmal reichen. Wo platzieren wir denn jetzt? Erst einmal würde ich sagen... platzieren wir draußen ein paar Fackeln. Und zwar hier